Ah, ja. Alles okay? Ja, also ich finde schon. Okay, dann baue ich das. Ist eine Ja, Eins der. im Mädchen. Ja, das passt gut. Und wie findet ihr so Sind meine sie Idee, denn? dass so beim Toreingang noch so ein bisschen mehr so dieses Dirt durchkommt oder innerhalb der City aber wirklich kommt, also befestigt Ja, ist, sag das ich ist mal? geil. Ja, yeah, das ist richtig cool. Ja. Schön. Weil eben so in der City passen die Leute ja schon ein bisschen mehr so auf ihre Straßen auf und fixen dann so Dirt-Löcher und sowas. Also dachte ich mir so. Ja. Passt. Ja. Bisschen. Ja, das stimmt, okay. Von 27 Minuten, oh, ich hasse Mathe. Gott, ich kann gerade nicht. Oh. Knoten im Hirn. Ja, leider. Dreizehn. 13,5, okay. Okay, also hier ist die Mitte. So. Okay, jetzt noch von da. Jetzt von 36, glaube ich, wie war das? Ne, 34. Das ist eine Zweiermitte. Oh, scheiße. Dann müssen wir bei allen eine Zweiermitte machen. Aber einer Mitte gefällt mir eher. Ach, ist egal jetzt. Dann machen wir jetzt halt eine Zweiermitte. Ist jetzt egal. Die So, Wände okay. standardmäßig drei hoch, drei Blöcke hoch. Bei Wohngebäuden würde ich schon sagen, ja. Ansonsten eben bei Gebäuden, die so öffentliches Leben sind, Ja, also also Bibliotheken zum vom Boden Beispiel. aus, ja. Genau. Ja, vom Boden aus, ja, schon. Er sagt Würde ich. so Gebäude des Habe ich öffentlichen ja jetzt hier Lebens. schon. Eins, zwei, drei. Fehlraum meine ich. Ja, Kenn meines keinen. wurde bestimmt. Ja, meiner wurde schon auch gelegt, von daher. Aber ich notiere es mir immer. Was? Also zumindest habe ich meins vorhin mir notiert. Ja, man könnte es so machen, dass man hier sozusagen noch quer stehen kann und dann hat man ja die Abgrenzung. Verstehst du? Also dann baut man halt hier das jetzt voll und dann hat man Querstreben, so ein bisschen noch. Ich weiß Ah, nicht. deswegen. Und dann hat man hier, wo jetzt der Block in der Luft ist, hat man den neuen Boden auf der Höhe. Dann hat man drei Blöcke Platz. Das müsste ja eigentlich in Ordnung sein. Ja, das meinte ich ja vom Boden aus, im Wohnraum drei Ja. Blöcke Deckenhöhe quasi. Genau, vom Boden aus, genau. Okay, so, dann sind es 28, dann habe ich das noch. Warte, nee, das sind allein nicht 28. Ja. 18, wie schon wieder 40. Nee, ja, egal. Passt so. Ach, das. Aha. 14. Yay. Siebenundzwanzig. Sorry. Alles gut. Die muss nur irgendwie da stehen bleiben. Also ich mache eine 27er. Dann brauche ich jetzt
16, 13, 14, 15, 16. Hier muss die Mitte sein. Okay. Warum habe ich jetzt den Mittelpunkt bestimmt? Das weiß niemand, aber ja. Ja, gut. Ich weiß nicht mehr, ganz ehrlich. So. Hm, ja, natürlich. Nee. Ach, weiß ich nicht. So. So. Oh, Platz ist okay. So, kann ich hier eigentlich schon die ganzen lilanen Kissen abbauen? Mal gucken, ohne den Abflucht. Zwergi oder Sakura. Als Bodenidee könnte man das machen oder man könnte, wenn du was Helles haben willst, könnte man das hier machen. Diesen Parkettboden. Und dann hier das. Also jetzt ist Birke, aber. Also zwei entrundete Stämme. Ja, wenn du das machen magst, ich persönlich bin da immer zu faul für, bin ich ganz ehrlich. Das geht ganz schnell. Also Eiche nehme ich auf jeden Fall. Wenn man Erfahrung damit hat, ja. Ja, dann geht das wirklich schnell. Ja, doch. Ja, die Frage ist jetzt nur, welchen anderen Block ich nehme. Entweder wieder Fichte, dann sieht das so aus. Ah, Fußballmuster. Ja. Hallo. Ja, entweder Fichte als zweites oder sowas Helles wie Birke. Ha, oder musst du mit allen dreien fahren? Da kannst du so hell, mittel, dunkel, mittel, hell, mittel, dunkel, mittel, hell, mittel, dunkel. Also, Digga, das klingt wie so ein Dubstep-Video. Hell, mittel, dunkel. Okay. Was? Beide am Text, ja? Ah, also, dass du dann sozusagen zwischen, also, am Rand von ganz hell beide mittleren hast und dann von mittel wieder einmal dunkel. Genau. So. Und dann wieder mittel. Ich weiß nicht, ob das zu kunterbunt ist. Nein. Ja, wie gesagt, wenn es ein Muster sein soll, dann ist es ja quasi gewollt. Das soll ja nicht natürlich wirken oder sowas, sondern das ist ja eben ein bewusst angelegtes Muster, was jemand gemacht hat. Von daher. Schau dir mal in manchen, also ich habe, das ist glaube ich ein 300 Jahre, 400 Jahre altes Schloss. Da sind keine Ahnung wie viel Rot und keine Ahnung Töne, also 20 verschiedene Farben. Holzboden. Ja. Das sind wie Mosaiksteinchen verlegt, nur in Holz. Oh, ja, ja. So, das, no. das Muster. Das sieht doch cool aus. Das stimmt. Oben aber wieder dunkel oder oben rechts die Ecke bei der Tür?
Nee, so richtig, das, oder? Doch, genau, das ist Nee. richtig. Nee, weil bei Hier hell ist ja oben. dann immer das? Nee. Weil es immer Ah, ja so okay. ein Zickzack Ah, ist. okay. Genau. Ja. Hab's, 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 hab's. Und das kann man dann sozusagen einfach für Decke oder so auch nehmen, dass sozusagen dann Decke und Boden für die nächste Etage ist. Ja, dann mach mal. Wie gesagt, ich. Ja, kann ich auch mal kurz Ja. machen. Also. So. Ja, in der Luft ist immer scheiße, wenn man immer einen Hilfsblock platzieren. Ja, das ist da. Aber sonst, weil das ist irgendwie mein Standardfußboden, weil ich den so gerne baue. Also ich Das mag auch das nicht ja auch gefallen. anzusehen, aber verbauen würde ich es nie. Das ist zu aufwendig für dich, oder was? Nee, ich mag es einfach nicht. Es Okay. passt nicht zu meinem restlichen Baustil. Damit hat es nichts Ja. zu tun. Also sowieso, wenn das Prinzip einmal drinne ist, dann ja, es ist schön anzusehen, aber es wäre absolut nichts für mich. Du, das habe ich ja Keine auch von bei so ganz. irgendwelchen Gebäuden. Es gibt immer einen Unterschied zwischen, ja, schön anzusehen und ja, würde ich jetzt unbedingt nachbauen wollen, weil es so toll ist. Ja. Das habe ich aber auch bei ganz vielen Sachen, gerade auch so, wenn Leute irgendwelche Motive haben auf irgendwelchen Hemden oder irgendwie sowas, wo ich mir auch sage, ja, sie sieht ganz schick aus, so kann ich verstehen, find ich ganz, optisch ganz geil, aber ich könnte selber nie 24/7 mit sowas rumlaufen. Ja. Ja. Das lässt sich auf vieles übertragen. Ja, Ja. ja. So, das wäre jetzt der Boden. Nochmal. Aber es sieht schön aus, muss man sagen. Ah. Das ist doch was. Auch wenn es größer ist. Weil bei so kleinen Sachen, ja. Aber wenn sich das auch schon wiederholt, dann sieht es schön aus. Na klar, Ja, das genau. stimmt. Du musst von der Größe drauf achten, dass man wirklich ein Muster darin erkennt, dass es ein Pattern erzeugt, was Ja. sich wirklich optisch wiederholt. Ja, also bei ganz, ganz kleinen Häusern würde ich dann halt auch nur diesen Zweier machen. Ja. Weil dann sieht das auch schön aus. Und ja. Ja. So, jetzt mache ich aber mal am Marktplatz weiter. Dann 2, 1, 2. 1, 2. Truthähne überall. Zwei, Oh, und jetzt gerade eine Armada von was auch immer das darstellen soll, gespawnt. es. Die Kammzähne. Oha, dein lieber Ja, Treffer was? Das sieht zurück. aus wie die Kralle von Wolverine, also. Zwei, eins, zwei. Dann von Scheiße, wie der Marktplatz groß. Ja, ist aber für einen Marktplatz per se erstmal gar nicht verkehrt. Weil denkt daran, Marktplatz ist ja nicht nur für die Dorfbewohner an sich, sondern auch für die Leute, die von außen reinkommen zum Handeln und sowas alles. Von daher ist Marktplatz meistens so großes Zentrum, weil das ja auch, ich meine, damals gab es ja nicht so viel Beschäftigung. Damals war ja der Marktplatz auch so der soziale Treffpunkt für alle. Ja, so. Dann habe ich die Umrandung erstmal fertig. Und ja.
Soll ich irgendwie helfen, Sakura, oder? Nee, nee, alles gut, ich überlege gerade. Machst du die zweite Reihe aus Kugeln oder was? Ja, das meinte ich mit Streifenlook. Das sieht cool aus, ja. Und deswegen wollte ich erst austesten, was mache ich für einen Streifen? Horizontal oder vertikal? Ja, vertikal ist auf jeden Fall besser. Vor allem deswegen hatte ich jetzt überlegt, okay, was würde jetzt optisch am besten aussehen? Und ja. Genau. Denn ganz wichtig ist bei der Frage, wen koppel oder nicht, das koppelt ganz drauf an. Du kommst auch gleich auf die Koppel. Ja, gibst du, du hast nur drauf gewartet. Aber sowas von. Was man zum Beispiel hier bei den zwei einzelnen Fenstern machen kann, ist, dass man einfach so ein doppeltes Fenster macht. Meinst du durchgehendes? Ja, dass es halt eins nach oben weitergeht. Also ein hohes Fenster. Ja. Ich. So bei einzelnen Fenstern. Dann würde ich das auf der anderen Seite auch so ungefähr wiederholen, vielleicht. Ja, das mache ich schon immer so mit wiederholen, dass trotzdem eine gewisse Symmetrie drin ist in der Asymmetrie. Also, ja, hat jemand seinen Arsch rasiert? Ja, alle haben hier hinten so einen komischen Fächer hinten dran, aber der hier nicht. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Ist halt noch ein Baby. Ja, schon ein fettes Baby. Wie geht es? Input, Output, kaputt. Willkommen in Ihrer täglichen Meme an Start. Wie kann ich Ihnen helfen? Was noch fehlt, Felron, in der Kiste? Türen. Ja. Ach ja, Entschuldigung. Alles gut. Daran habe ich natürlich gedacht. Die sind zeitverzögert gespawnt, stimmt's? Ja. Erstens, wenn schon Witze angefangen werden mit Spawnen, dann können wir auch weitermachen. Also. Ich habe jetzt mal Fichtentür genommen, aber kann man ja eigentlich aussuchen, also mal schauen. Soll ich schon mal zweite Etage machen, oder? Jo, gerne. Also soll das ein zweites, ja, das wird auf jeden Fall ein zweites Etagenhaus nicht mitmachen. Ja, man könnte jetzt hier theoretisch auch nur ein Dach draufziehen, aber... Das ist langweilig. Ja, jeder. Jetzt wollen wir noch Pferde. Pferde wohl jetzt. Ich sag nur Animal, ja. Ich helf dir mal ein bisschen, die lila Würfel wegzutun. Ungelogen, sag das noch einmal, du hast den Spitznamen Lila Launebär, ich dachte dir. Sieht das nur so strange aus, habe ich einen Knick in der Pupille? Was? Wie wo? Ja, der Weg hier. Auf mich anzuwirren. Soll das so ein bisschen höher sein, oder? Na, eigentlich könnte ich den ein bisschen runtersetzen, ist richtig. Das kommt halt da. Ups.
Dadurch, dass ja halt der gesamte Boden hier so einen Klick gemacht hat, also ein bisschen nach oben gegangen ist. Eigentlich könnte ich den wirklich ein bisschen absetzen, ja. Ach so. Na, mach doch einfach mit Slabs dann. Ach so. Joa. Ja. Der Weg verläuft. So. Na, aber. Na, ich glaube, ich würde die Steine sogar weglassen. Das sieht so wahrscheinlich doch ja? besser aus. Ja, ja. Sollen wir da jetzt in die zweite Etage Holz machen? Oder erst im Dachboden? Du meinst, ob du gleich schon den Dachboden draufzimmern willst? Und nein, ich meinte, ob wir jetzt hier immer noch Stein hinmachen oder ob wir hier mit Holz sorry. Ja, die zweite Etage wollte man ja Holz machen eigentlich. Ja, okay. Mit was? Fichte auch? Oder? Ja. Fichte, ja. Ja, doch. Fichte passt, glaube ich, am besten. Hm. Dann würde ich einfach die Wand ein vorsetzen. Dass man sozusagen dann hier zwischen die Wand hat. Jo. Ich ziehe die jetzt einfach mal ganz gerade hoch. So. Gar nicht mal so schlecht. Ja, doch, das passt. Okay. Ja, ich glaube, das wird schön. Na, lass ich mir jetzt eine Frage, ob wir vielleicht, wenn hier was drauf ist, wenn wir hier Fenster rein machen, sollen wir dann nochmal so einen Querbalken ziehen? Ja, würde ich. Ja, ja, und da, ja, ja, dasselbe Prinzip wie unten, weil ja noch der Dachboden kommt. Ja, jetzt wollen wir reden. Man kann es auch noch so machen, dass man. Leute, ich bin zu tierlieb. Komm, bin ich hier, spawn direkt Rentiere. Was ist hier los? Aber nur hier bei der Stelle von der Map. Also, wenn ich erstmal hingehe. Wenn ich erstmal hingehe, spawn ja Truthahns. Los, gestehe, du bist der Weihnachtsmann. Wo ist Rudolf? Nein, aus, nein, aus. Weihnachtsmann, ja? Judge to my gender oder was hier? Was geht denn ab? Ich bin ja Weihnachtsdivers. Ja, oder man macht so, dass man hier nochmal einen hochsetzt. Das ist nochmal ein 3D-Effekt sozusagen. 3D! Ja. Ja? Ach so, ne? Ah, okay. Hier ist ein Kreis. Ah. Dann weiß ich nur noch nicht, wie ich die Ecken mache. Aus. Redet ihr von mir? Also hier muss ja dann Schluss sein. Von innen. Dann mal die Seite machen. Oder ich mach das komplett so weg. Sieht das
Wie macht man das denn jetzt? Wie läuft es mit den Wegen? Schon fast fertig. Ja, okay. Noch zwei Wege. Ja, genau. Ich bin gerade hier hinten ein bisschen am Experimentieren, ob ich so. Ich versuche hier gerade so ein bisschen so Art Naturstein, dass hier so größere Fragmente sind, die so in den Weg eingebettet sind. Hier so ein bisschen so Marmorplatte oder hier unten halt dieses, was auch immer das darstellen soll. Aber so dieser dunklere Stein, dass es so eine größere Platte ist. Hat schon irgendwie was, finde ich. Oh. Quasi ein bisschen Abwechslung innerhalb der Abwechslung. Okay, ich glaube, wir lassen das mit dem hervorheben. Das wird zu kompliziert. Ja, diese Wolken. Dann mit Falltüren und Leitern. Wollen wir da mit wieder arbeiten oder? Jetzt hochgehen, zweite Etage. Ja. Yep. Ich würde schon ein bisschen einfach hier, wie heißt es? Einfach hier zum Beispiel an der Seite, das Fenster raus, also dann halt eine zur Wand. Und dann könnte man einfach hier so einen kleinen Weg nach oben machen. So. Dann hat man hier den Weg. Ja, oder man macht so, dass man eins früher hier schon anfängt. Ja, dann braucht man aber mehr Platz, glaube ich.